Ist das Gebet gültig, wenn man während des Gemeinschaftsgebetes sich von Imam trennt und das Gebet alleine zu Ende betet? Aus Zeitgründen? Ja, das Gebet ist ungültig. Wieso trennst du dich vom Imam? Absichtlich, wissentlich. Überleg dir jetzt, wir beten Isha-Gebet. Jetzt ein paar Minuten beten wir Isha-Gebet. Ja, und jemand, der zieht sich zurück und der betet allein und der geht weg. Und wir beten zusammen. Der hat kein Jama'a, diese Person. Möge Allah subhanahu wa ta'ala.